Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog. Und schaut mal hier. Ja, was? Ihr seht hier nur Socken, Sachen, MacBook, meine Zahnputz-Sachen und so. Was bedeutet das wohl? Was bedeutet das? Richtig, heute Stadion-Vlog, morgen direkt der nächste Stadion-Vlog. Also lasst schon mal ein Abo da, damit ihr den morgen auf jeden Fall nicht verpasst. Das wird eine richtig gute Sache. Jetzt geht's für mich erstmal bald, also ich muss das mal zu Ende packen, das ist glaube ich noch nicht alles. Und dann geht's für mich nach Bremen, heute Werder Bremen gegen Holstein Kiel. Ich packe erstmal weiter und dann stimmen wir uns mal schön ein auf das Spiel. Ich versuche ein bisschen früher in Bremen zu sein, um mir ein bisschen die Stadt anzugucken. Und ich bin richtig heiß auf den Kampf zweite Liga. Und morgen kommt dann auch noch was. So, ich bin jetzt im Zug nach Bremen und ich habe den ein oder anderen Holstein-Fan hier gesehen, muss man sagen. Sind ein paar da, Zug oder ICE ist das hier vielmehr, ist auch sehr, sehr voll. Mal sehen, wie viele Kieler nachher da sind. Wir sind auf dem Weg, getippt werden muss natürlich auch hier die Bundesliga und morgen sind wir, na, wo sind wir wohl? Da sind wir. Bielefeld gegen Hertha, Abstiegskampf pur, das wird richtig gut, also lasst da gerne ein Abo da und wir machen uns bald auf den Weg nach Bremen. So, wir sind da. So, Bremen schon mal erreicht. Hier der Hauptbahnhof im Hintergrund. Jetzt nochmal Wasser gekauft, nachdem ich, weiß nicht, wie man das sieht, die Cola über meinen Pulli geschüttet habe. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wo Finn ist, mit dem ich wieder unterwegs bin und das mal mit seiner Freundin. Ich war zwar hier in Bremen schon mal, aber noch nicht mit der Bahn, von daher keine Ahnung, wo ich hin muss. Noch ein bisschen Zeit ziehen. Hier dieser fancy Tunnel mit schönen Zitaten. Solange der Mensch der rastlose Zerstörer alles Lebens bleibt, da ist viel zu viel Text. Aber ihr wisst, was ich meine. Gleich sehen wir noch die Bremer Stadtmusikanten und dann kümmern wir uns mal ein bisschen um Fußball. So, wir sind jetzt hier bei so einem, ich weiß nicht, so einem Kirchvorplatz, Rathausplatz, keine Ahnung. Aber schick ist es. Ich glaube, das hier ist der Rathausbalkon, wo dann vielleicht in 3 Wochen hoffentlich aus Bremer Sicht gefeiert wird. Ich muss das langsam mal verifizieren, ob das hier ist. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Aber hier, glaube ich, stehen sie dann, wenn sie aufsteigen sollten. Treffpunkt schon mal erreicht. Und wir fragen, wo sind die anderen? Das war ein schönes Wetter, aufgeklärt. Sehr nett. Kann man auf jeden Fall machen, also welche Auswärts hinfahren will, sich hier zu treffen. Wir sind noch ein paar Kieler, ein paar Bremer. Das ist nett. Und ich glaube, es ist auch nicht so ein weiter Weg zu Fuß zum Stadion. Das ist dann alles ganz cool. So, 2 Stunden vor Anpfiff wird sie nochmal gestärkt bei Yalla Yalla Falafel. Sieht ganz lecker aus. Mal gucken, wie es schmeckt. So, wir laufen jetzt hier durchs Viertel zum Stadion, muss ich gleich noch meinen Rucksack wegpacken und dann geht's rein. So, da sind wir. Weserstadion. Schon ganz schön voll, aber es ist auch nur eine halbe Stunde. So, nicht ganz so schönes Wetter, noch nicht ganz so warm und vor allem deutlich windiger, aber immer noch den gleichen schönen Weg an der Weser entlang. Möchtest du schon deinen Tipp da lassen? 3-1. 3-1 zu Bremen? Ich sag, und das ist viel Wunsch, aber auch ein bisschen realistisch, 2-2. Wird Bremen nicht so viel bringen. Ich weiß ja immer noch nicht genau, also jetzt bin ich fast da. Ich rede schon den ganzen Block drüber, ich weiß nicht, ich bin Kieler, will aber, dass Bremen aufsteigt. Für was bin ich für ein Ergebnis? Ich weiß es nicht. Ich hoffe einmal, dass ich ein paar Tore sehe, kein 0-0. Und dann bin ich glücklich, wenn Kiel heute höher einen Punkt holt oder einen Sieg und den Klassenerhalt mitnimmt. Dann freue ich mich und wenn Bremen gewinnt, dann hoffe ich, dass sie wenigstens aufsteigen. Wenn Bremen heute gewinnt und trotzdem irgendwie nicht aufsteigt, dann bin ich sauer. Aber das werden wir erst in der Zukunft erfahren. So, jetzt müssen wir da noch durch die Menschenmenge um seinen Platz finden und dann mal schauen. Boah, ist einfach top organisiert. Hier stehst du nie lange an, das haben sie gut gemacht. So, hier. Können wir uns abkühlen? Ja. Tanz doch, dann singen alle das W auf dem Trikot. Die Meisterschale glänzt. So, obligatorischer Platzcheck. Nice. Da sind schon ein paar Kieler da, geil. Sehr gut. Wieder der Captain mit der 10, Leo! Die neue Fahrt, Niklas! Und auf die Kotze in die Hände und zeigen wir das Schaden. Wir sind Meister und haben den Pokal. Werder Bremen, wir sammeln was. Wir gehören zusammen. Wir sind Meister und Meister. Werder Bremen.
Das ist schon laut, das ist schon wirklich laut. Ich bin sehr gespannt aufs Spiel. So, der Ball rollt. Viel berichten wir erst auf diese Seite. Ein gutes Tor hier direkt vor der Nase. Junge, die sind schon nah dran. Und er ist echt klein. Da ist der Ball in die Mitte. Handspiel. Jo, Ducci ist sich sicher. Ja! Ja! Das ist Ducci, der ehemalige Kieler. Und aus Ehre verschießt mal. Für die guten alten Zeiten. Komm, für die guten alten Zeiten schießt daneben jetzt. Du willst auch nicht, dass Kiel absteigt. Es sieht sehr nach einem Sieg aus hier. 2-0 nach 20 Minuten. Und noch ein kleines Extra-Tänzchen. Hüfka. Yeah!
ist schon gleich Halbzeit übrigens. Nach den zwei Toren ein bisschen verflacht das Spiel. Und es verflacht weiter. Ach Mann. Aber immer zwei Tore schon mal. Noch zwei Minuten bis zur Pause. Aber auch Sinne, der kann auch nichts für. Dass man sich die Bild-Zeitung berichtet, als wäre das Ronaldo. Ja, 2-1, 45. Und Otzi natürlich. Jawohl. Und wir haben wieder ein Fußballspiel. Wir sehen gerade die Zwischenstände. Wir sind tatsächlich mal beim Spiel mit den meisten Toren. Wahnsinn. 2-1. Für Kiel natürlich sehr wichtig, dass sie noch gemacht haben. Ich bin jetzt ein bisschen angeschlagen neben dir. Das ist jetzt Halbzeit. Ja, also perfekter Start. Eigentlich super gelaufen, dann ist das Spiel ein bisschen abgeflacht und am Ende war es halt unnötig. Jetzt aus dem Problem. Das Spiel ist uns gut, aber jetzt direkt beim Halbzeitpfiff da das Gegenteil zu kommen. Aber ja, geiles Spiel eigentlich. Gute Stimmung, super Wetter. Möchte ich eigentlich auf unser Wert. Ja, aber auch ein gutes Fußballspiel. Fühlt ihr euch bedrängt, lästig oder bedroht, wendet euch mit dem Code Kennst du Mika an unser Catering-Personal und doppelt zur Ordnungskräfte. Die Stimmung ist echt gut. Die Spiel ist ganz gut dabei und Bremen ist mega laut. Wir sind ja weit, weit weg von der Osttribüne. Hier ist trotzdem laut, hier schreien die Leute, das ist wirklich frisch. Guten Tag. Ja, Bremen und Baden, die geile Fickklub, genau, Schalke 0-0, Pauli Darmstadt, Pauli Nürnberg 0-0, also alles. So, noch ein bisschen Plattdeutsch hier. Grün und Wien. Und dann kann es weitergehen. Und es gibt wieder eine Primo-Show. Alles Gute. 10 Jahre, wie auch immer ihr heißt. Karriere oder so. Herzlichen Glückwunsch. Nice. Direkt war das Sub hier gesaved. Ja, ey, wenn man 10 Geburtstag hat, den muss man mit Pyro feiern. Egal ob als Ultragruppierung oder als ganz normaler Mensch. Zeit, gute Stimmung. Aber er ist noch viel Zeit. Also man hört zwar ein paar Rufe, aber der Support ist komplett eingestellt dabei. Was gespenstisch ruhig hier zwischendurch. Keine Ahnung, wo das jetzt Hintergründe hat, aber sehr ruhig war. 2-2 für eine Stunde, ich meine, das ist ja genug Action eigentlich. Aber ja, das Banner können wir nicht sehen. Kiel aber auch. Ich meine, 2-2 aufgeholt. Ich weiß nicht, ob es da irgendeine Aktion ist oder weiß nicht, medizinischer Notfall. Keine Ahnung. So, Support ist wieder da. Es war ein Verletzter tatsächlich. Ein verletzter Zuschauer. Der wurde mit rausgebracht. Gute Besserung an der Stelle. Ja, und jetzt geht der Support die letzten 10 Minuten nochmal weiter. Arbeit, Junge. Also das Spiel jetzt auf dem Messer schneidet, wie man so schön sagt. Hier können wirklich beide Mannschaften können hier noch das Tor machen. Fabian ist so geil, der läuft den Ball einmal komplett zur Bundesliga und wieder zurück. Und dann wieder sich wieder da an. Und jetzt läuft sie ja schon wieder. Das ist aber...
kannst ja noch einen Aufstieg schnell mal verspielen, Bremen. Oh Mann, oh Mann. Da oben ist gute Stimmung. Wir nehmen hier nicht. Aber da oben ist gute Stimmung. 3 Minuten Nachspielzeit. Und noch ein Ball rein. Aber Denali. Und das war's. Oh, noch mal ein bisschen Action hier. So, ich hab's ja letzte Woche im Vlog schon gemacht. Jetzt ist aber wirklich klasse halt. Und jetzt geht's nochmal zu den Midgeist-Fans, die heute echt stabil waren. Spiel ist vorbei. Ich glaube, ich weiß nicht, entschädigt die Weser dieser Anblick im Hintergrund hier? Entschädigt das für die nach dem Spiel? Ja, immerhin, das Wetter ist schön. Ja. Das wurde gerade gesagt. Ja. Was, na, also, ich gönn's Kiel. Ja, ich kann jetzt endlich, ich habe letzte Woche ja schon verkündet, Klassenerhalt, auch wenn es gar nicht gestimmt hat. Jetzt haben wir wirklich die Klasse gehalten, Gott sei Dank. Aber ich habe auch ein bisschen, also ich freue mich zwar schon sehr, aber auch ein bisschen nicht, weil ich will, dass Bremen aufsteigt und jetzt wird's. Na, ich meine, ihr seid immer noch Zweiter, ist das richtig? Also wir haben. Schalke hat gewonnen, ganz knapp mal wieder. Pauli und Nürnberg haben unentschieden gespielt. Also ich glaube noch ist Bremen auf dem Aufstiegsplatz, aber die letzten 2 Spieltage wäre richtig, richtig eng. 3-2. Ein 2-2 war ja auch mein Tipp, war ja auch bis kurz vor Schluss so, dass wir verdient gewesen, aber naja, also ich das ist dein Fazit zum Spiel. Morgen geht's weiter, jo. Aber wir werden sehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Peace out!